Ja, liebe Nordenhammer, liebe Fußballfreunde, wir haben heute das Fußballspiel hier zu sehen. VfB Oldenburg gegen die Stadtauswahl. Und ich denke, das ist Anlass genug, um darüber nachzudenken, wie die Zukunft zu gestalten ist. Ich denke mal, wenn wir alle Vereine zusammenbekommen, dass sie sich bündeln, das wäre mein Wunsch, dann zu ein oder zwei großen Leistungsmannschaften zu kommen, übergreifend. Das Ziel hatten wir mal vor Jahren. Dieses Ziel sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Wenn das, so wie heute, wieder Inspiration geben könnte für die Zukunft, wäre ich dankbar. Und ich glaube, sportpolitisch wäre es auch der richtige Weg. Auf der anderen Seite, wenn ich rückblickend den Nordenhammer Fußball sehe, können wir stolz sein. Wir haben also große Zeiten wirklich absolviert. Allerdings haben wir sie im Augenblick nicht. Dennoch ist das Potenzial da. Man sieht es in der Jugend. Man sieht es bei einigen Akteuren der Stadtauswahl. Ich denke mal, Nordenham hat sich in den letzten Jahren unter Wert verkauft, was den Fußball angeht. Und ich glaube an eine für die Übertragungsqualität ist auch heute dafür die Firma die Dorf. Alles Gute. Ja, hallo erstmal und ja, ich freue mich heute hier zu sein beim Tag des Fußballs, beim Spiel VfB Oldenburg gegen die Stadtauswahl. Es ist der erste Schritt in die richtige Richtung für alle Vereine. Wir arbeiten zusammen, wir machen was Gemeinsames. Vielleicht bringt es auch noch was für die Zukunft. Wir arbeiten an weiteren Dingen nach dieser Veranstaltung. 16. Oktober ist das nächste Ding, der Aktionstag und was die Zeit danach bringt. Wir warten es ab. Ich bin aber offen für alles. Ich gratuliere den Nordenhammer Fußballverein erstmal zum 100-jährigen Bestehen. Ich komme ja persönlich nicht aus Nordenham, bin aber jetzt der Trainer von Nordenham Erste. Ich komme ja aus Prag gebürtig, habe die Nordenhammer Szene schon seit Jahren verfolgt. Und man muss sagen, dass ja auch aus allen Vereinen immer wieder große Talente herausgesprungen sind. Und dazu herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit in den Vereinen in den nächsten Jahren vielleicht noch etwas besser wird und dass alle erfolgreich sich weiter verbessern können. Ja, 100 Jahre Fußball in Nordenham ist eigentlich der Aufhänger, dass wir mal die Gemeinsamkeiten des Nordenhammer Fußballs sehen, was eigentlich möglich wäre. Mit den Jugendmannschaften fangen wir heute an. Und ich nehme an, dass in den nächsten Jahren auch vielleicht bei den Herrenmannschaften eine Einigung erfolgen könnte. Zwar nicht am TV Edensheim liegen, dass man das verhindert, sondern dass man aufeinander zugeht. Und vielleicht kann man den Leistungsfußball in Nordenham damit nach vorne bringen. Talente sind genug da. Vielleicht sehen wir heute Abend einige, denen wir das zutrauen, auch dann in dieser leistungsstarken Mannschaft mitspielen zu können. Ich finde, der Nordenhammer Fußball hat mehr verdient als Bezirksliga. Und das sollte heute der Anfang sein. Und wenn alle Vereine zusammenrücken, müsste es schon möglich sein. Könnte das losgehen? Zu 100 Jahre Fußball in Nordenham kann man nur sagen, dass wir die Tradition hier im Fußball halten, nach wie vor. Unsere Vorvereine haben höher Klassik gespielt als wir heute, haben damals schon sehr gute Jugendarbeit gemacht, die wir heute nach wie vor weiter pflegen. Und so hoffen wir, dass wir mit der eigenen Jugendarbeit zukünftig weiterhin guten Fußball noch in Hamm bieten können. Vielen Dank. Ja, also vom Grundsatz her ist das schon in Ordnung, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Ob es nun Kontinuität haben wird, das ist die zweite Frage. Man muss innerhalb der Vereine sich zusammensetzen, Strukturen entwickeln, um dann zu wissen, wie man die Kräfte bündeln kann. Ob es nun mit einer Fusion ist, was zumindest den Herrenbereich angeht, den Jugendbereich, halte ich das für gut, den Jugendförderverein zu gründen. Wobei sicherlich die Finanzen eine große Rolle spielen. Man muss dann innerhalb der Vereine eine Mehrheit bekommen, dass dieses Projekt unterstützt wird. Ich weiß nicht, ob es mal ewig mal zum Zusammenschluss kommen wird, wie die ganzen Mannschaften in Norden haben. Ich weiß genau, aber außen werden nicht dabei sein. Insofern ist es noch nicht ganz sicher, ob es überhaupt gehen wird und wie was gehen sollte. Aber da kann ich leider noch nichts dazu sagen. Ich muss erstmal abwarten, was sich so ergibt jetzt, nächste Zeit. 100 Jahre Fußball in Nordenham heißt für mich, die Kräfte zu bündeln. Alle Vereine versuchen in eine
in eine gemeinschaftliche Einheit zu bekommen. Ich bin der Meinung, dass man in der heutigen Zeit den Jugendfußball da insbesondere fördern muss, so dass man hochklassigen Jugendfußball in Nordenham bieten kann. Und wenn dieser Schritt getan ist, dann auch, wenn alle Vereine ein bisschen mehr Vertrauen zueinander haben, dann auch im Herrenbereich diesen Schritt wagen kann. Vom VfL Osnabrück, Schweizer Torwart Jonas Gottwald. Ja, gucken Sie aufs Feld, es macht Spaß, die Kids zu sehen und die Mannschaften. Applaus! Der Torhüter der U23. Nummer 32. Alexander Schalunga. Die hohe Nummer 41, Daniel Francisco. Ein super Erinnerungsfoto. Die Presse, wir bedanken uns auch bei der Presse, dass sie so aktiv dabei ist und diese Sache unterstützt. Ja, aber 45 Minuten. Bitte nochmal hier gucken. Nochmal oder noch ein zweites Foto? Ja. Okay, auf drei nochmal alle, aber ganz laut arbeiten, Scheiße. Eins, zwei, Scheiße! Das ist das Standardprogramm, ich habe eine ganze Hälfte. Das kann einer machen. Also lass uns mal erstmal komplett alleine. Natürlich kann es mal sein, dass irgendwo einer fehlt. Aber das kann ich gleich dann immer dazu sagen, wenn man nicht zählt. Dass man dann wirklich diese Sachen genau im Blick hat. Wenn wir dann auf die drei Felder gehen nachher, teilen wir die Gruppe in. Freiwilliger Ball! Ja, okay. Immer da vorne direkt rein. Jetzt ist es.